Mein Name ist Christoph Reiner, ich bin 51 Jahre alt und arbeite seit gut 5 Jahren am Salzburger Flughafen als Flugzeugabfertiger. Und ich zeige euch heute ein bisschen, was so unsere grundlegenden Tätigkeiten sind in der Flugzeugabfertigung. Die Flugzeuge haben hier am Flughafen eine Art Boxenstopp. Das Flugzeug wird von uns abgesichert mit Bremsklötzen und mit Strom versorgt. Es werden Absperrbänder aufgehängt, damit die Passagiere sich nicht auf die falsche Seite des Flugzeugs verirren. Unsere Aufgabe ist hauptsächlich das Be- und Entladen, also das Gepäck der Passagiere und auch Fracht. Wir bekommen dann einen Ladeplan, wo genau drinnen steht, wie viele Gepäckstücke oder wie viel Gewicht wo ins Flugzeug hineingeladen werden oder auch sortiert nach Destinationen zum Beispiel. All das geschieht meistens in so einem Zeitraum von einer halben bis dreiviertel Stunde, bis das Flugzeug dann wieder startbereit ist. Das Ganze passiert natürlich auch bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit und das 365 Tage im Jahr. Aber ich persönlich möchte das eigentlich nicht mehr missen. Also ich kann mir nach diesen 5 Jahren nicht mehr so recht vorstellen, in einem 9-to-5-Bürojob zu arbeiten.